Chill haben wir ein Treffen vom Buchclub. Also wir haben im August einen Buchclub gegründet mit meinen Freundinnen, weil wir irgendwie alle total gerne lesen. Und heute ist allerdings das erste Treffen. Ich weiß nicht, warum wir es nicht früher geschafft haben, aber so ist es leider. Und wir haben von Colleen Hoover Summer of Hearts and Soul gelesen. Bin sehr gespannt, was jeder davon so gehalten hat, weil ich persönlich fand es richtig gut. Also mir hat es sehr gut gefallen, vor allem, weil ich es halt im Sommer gelesen habe. Habe ich die Hälfte vergessen? Ja. Muss ich mir vielleicht gleich nochmal eine Inhaltsangabe durchlesen? Ja. Und was aber ganz cool ist, dass wir einen Brunch machen und jeder bringt was mit und dann quatschen wir so ein bisschen darüber und unterhalten uns dann, sorry, ich schaue in den Spiegel, unterhalten uns dann auch bestimmt, was das nächste Buch sein wird. Das ist irgendwie ganz witzig, weil früher habe ich tatsächlich gar nicht gelesen und zwar eher für mich wie so ein Jahresvorsatz, das jetzt mal zu machen, weil ich wollte immer lesen, aber irgendwie, weiß ich nicht, wusste ich nie so, was ich mag, was mir gefällt. Und dann habe ich halt dieses Jahr so krass angefangen und ich bin ein richtiger Leseratte geworden. Also ich glaube im Januar allein, oder Januar und Februar habe ich irgendwie 8 Bücher oder sowas gelesen, was für mich echt krass war, weil ich habe das letzte Mal wirklich so gerne gelesen, vielleicht in der 7. Klasse. Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß immer noch nicht so ganz, was mein Genre ist, weil ich einfach noch nicht so viel ausprobiert habe. Also dadurch, dass ich noch nicht so meinen eigenen Stil gefunden habe, habe ich halt erstmal die Bücher gelesen, die, sag ich jetzt mal, so im Hype sind, um halt zu gucken, was mir so gefällt. Und ich mag auf jeden Fall richtig gerne so Romanzen und sowas. Also generell Colleen Hoover mag ich super, super gerne. Aber ich habe halt noch nicht viel anderes gelesen. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich einen Krimi gelesen oder Fantasy ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Das schaue ich dann lieber als Film. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich will das auf jeden Fall noch ausbauen. Ich bin übrigens immer noch nicht fertig mit It Starts With Us. Irgendwie, ich weiß auch nicht, mein Kopf kommt nicht rein. Ich liebe das Buch. Alles, was ich bisher gelesen habe in diesem Buch, mochte ich richtig, richtig gerne. Aber irgendwie bin ich, also ich habe auch nichts anderes gelesen, sondern ich komme einfach gerade nicht so ins Lesen rein. Von daher glaube ich, ist das mit dem Buchclub ganz geil heute. Okay, also okay, jetzt starten wir. Wer ist für Skandinavien? Ja, komm, das war was. Nee, ja, man muss für zwei verschiedene Bücher. Ja, okay. Oh shit. 6. Okay. Dann haben wir. Gleich. Wer ist gleich? Nee. Okay, ja. Ah, wer ist für Schnittschuhe? Knox. Deswegen, ja. Knox. London. Ja. Ja, London ist eigentlich schon besser als Sieben. Okay, wollen wir jetzt mal über unser Buch reden? Ja, so, ja. Also Update, ich muss mich jetzt hier mal kurz so reinkuscheln. Die Mädels waren vorhin da. Ich habe jetzt leider nicht so viel dabei gefilmt, weil ich das immer nicht so mag, wenn man mit Freunden unterwegs ist und dann so die Kamera so viel auspackt. Aber wir haben tatsächlich nicht so viel über das Buch geredet. Also eher so ein bisschen übers Leben und was so ansteht. Aber ein bisschen schon und zwar echt cool. Und wir haben auch direkt ein neues Buch rausgesucht. Warte mal, ich suche mal kurz. Und zwar lesen wir ein Weihnachtsbuch und treffen uns dann im Dezember wieder und backen dann Plätzchen und sowas. Warte mal, ich finde es nicht. Genau, und zwar heißt unser neues Buch Herzfunkeln und Winterträume. So sieht's aus. Es geht nämlich darum, dass ein 18-jähriges Mädchen unbedingt nach London über Weihnachten will und dafür halt davor erstmal Geld verdienen muss und dann arbeitet sie als Weihnachtself und dann ist der Typ, der den Weihnachtsmann spielt, dann hat irgendwie so ihr Crush, keine Ahnung, was da passiert, aber ich bin sehr gespannt und ich freue mich richtig und ich fahre jetzt tatsächlich gleich mit einer Freundin auf die City Alm, also ich komme aus der Nähe von Frankfurt und das ist immer ein Weihnachtsmarkt, der so über die Skyline, also da kann man so über die Skyline gucken. Und der hat jetzt tatsächlich schon aufgemacht und da freue ich mich sehr drauf, weil es immer so richtig entspannt und schön beleuchtet und so. Und ich bin jetzt sehr müde gerade noch. Also ich muss mich schon motivieren. Ich bin echt eine kleine Oma, was sowas angeht. Also zweimal am Wochenende weggehen, ist schon viel verlangt von mir. Aber ja, ich freue mich. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird.
nicht wundern, falls man hier irgendwie Vogelgeräusche hört oder sowas, weil ich sitze gerade mal vorm Fenster und tanke ein bisschen Luft, weil meine letzte Nacht tatsächlich ziemlich kacke war. Und ich dachte, ich rede mal darüber, weil ich habe darüber schon mal einen TikTok gemacht und da haben mir echt viele geschrieben, dass sie das auch kennen. Und jetzt, wo es mal wieder passiert ist, dachte ich so, kann man es ja mal ansprechen. Und zwar habe ich jetzt schon seit vielen Jahren, ich glaube, seitdem ich 15 bin oder sowas, richtig starke Bauchprobleme. Falls es irgendjemand triggert, dann einfach weiter skippen. Falls nicht, dann nicht. Und keiner weiß tatsächlich so genau, was es ist. Also ich habe alle Tests gemacht, die man machen kann. Gluten-Test, Laktose-Test, Fructose-Test, Magen-Darm-Spiegelung, alles Mögliche. Und ja, irgendwie ist es jetzt was viele haben, aber noch nicht so wirklich entdeckt ist, weil halt immer gesagt wird, ja, es liegt an der Psyche. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil. Aber das ist nicht alles. Und bei mir ist es immer so, dass ich dann ganz, ganz starke Bauchkrämpfe bekomme und dann meistens erstmal liegen muss und richtig, richtig viel trinken muss. Und mittlerweile bin ich da ganz gut dran gewöhnt, weil ich weiß, was ich machen muss. Aber am Anfang war es schon sehr beängstigend. Also beim allerersten Mal wäre ich auch fast ins Krankenhaus gefahren deswegen, weil das so Schmerzen sind, die ich tatsächlich gar nicht beschreiben kann. Das tut so weh, ich kann es einfach gar nicht beschreiben. Ja, und meistens ist es dann so, wenn ich genug getrunken habe, dass ich dann einfach aufs Klo gehen kann. Und früher war es halt manchmal so, hier nochmal Trigger Warning, dass ich dann brechen musste. Und ich habe eine ganz, ganz starke Angst vorm Brechen. Also das heißt, es war nicht so angenehm. Und immer wenn das passiert ist, dann habe ich komplett alle Sinne sozusagen verloren. Ich habe nichts mehr gehört, ich habe nichts mehr gesehen, ich habe komplett gezittert, ich habe meine Hände nicht mehr gespürt. Und es war dann auch immer ganz gut, dass meine Mama dann dabei war. Aber was halt richtig scheiße immer war, wenn das woanders passiert ist. Weil man kann das halt nicht kontrollieren. Es kann kommen und gehen und keine Ahnung was. Und ich hatte das zum Beispiel einmal, da war ich mit meiner Schwester in Berlin und es ist meine Schwester. Und ich habe mich trotzdem so geschämt irgendwie, weil das, ich weiß auch nicht, das ist so unangenehm einfach. Und ja, und mittlerweile, also die Tipps, die ich vielleicht so geben kann, die mir jetzt persönlich geholfen haben, gerade auch so, um gegen dieses Brechen anzugehen, weil ich kann das mittlerweile, glaube ich, ganz gut kontrollieren. Bei uns sozusagen vor der, also hier ist unsere Toilette und da ist so ein Schrank, wo die Sachen von meiner Mama drin sind. Und mittlerweile zähle ich immer auf, was ich sehe, um mich davon abzulenken und mache immer das Fenster auf, weil mir Luft auch sehr, sehr gut hilft. Und ich habe das meistens tatsächlich abends. Es war richtig komisch, dass das gestern nachts kam. Und ich habe auch gestern zum ersten Mal meine Mama nicht gerufen, weil ich mir halt auch denke, ich muss es auch alleine schaffen. Und ja, ist einfach irgendwie ein bisschen blöd, weil ich oft das Gefühl hatte, von Ärzten überhaupt nicht ernst genommen zu werden, weil die halt alle sagen, ja, es liegt an der Psyche und bla bla bla. Und es ist auch deutlich besser geworden, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin und nicht mehr so diesen konstanten Stress habe. Aber es ist trotzdem irgendwie sehr blöd. Und ich dachte, ich spreche das einfach mal an, weil ich glaube, das haben echt deutlich mehr, als man irgendwie denkt. Und ja, deswegen mache ich heute mal ein bisschen langsam. Also ich habe tatsächlich doch einen ziemlich vollen Tag, aber ich gehe jetzt gleich eigentlich Kaffee trinken mit einem Freund, aber ich glaube, ich trinke dann einfach einen Tee und esse vielleicht irgendein Brot oder sowas. Ja, und später kommt noch eine Freundin von mir vorbei und ist dann, glaube ich, auch noch bei dem Drop, weil ich habe heute meine T-Shirts, die habe ich gerestockt und die werden heute wieder gedroppt. Da bin ich auch tatsächlich ein bisschen nervös. Vielleicht lag es auch daran irgendwie ein bisschen, ich weiß es nicht genau. Und ja, dann gehe ich heute Abend noch auf den Weihnachtsmarkt, wo ich letztens auch schon war, also was in dem Video schon drin ist. Genau, also ein bisschen ablenken heute, aber nicht zu viel machen. Und wenn es zu schlecht ist, dann gehe ich halt nach Hause. Geht ja auch immer. Also ich beende jetzt das Video an dieser Stelle. Genau, nächste Woche fahre ich nach München, meine beste Freundin besuchen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich denke, das wird der Hauptbestandteil des nächsten Vlogs sein. Ich versuche jetzt nämlich immer jeden Freitag einen Vlog hochzuladen. Und ja, von daher wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis dann.